Lass quatschen, Brudi. Das erste Thema auf unserem Kanal ist Freundschaft. Genau das verbindet uns auch. Oh ja. Daniel und ich sind seit 2006 Freunde. Und uns würde wirklich sehr interessieren, was ihr zum Thema Freundschaft sagt. Was ist für euch Freundschaft? Seht ihr das genauso? Und oder vielleicht habt ihr Beispiele, wie lang eure Freundschaft ist? Oder vielleicht oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gesammelt, ja, und sagt, nee, das kann so nicht sein und ich sehe es ganz anders. Oder habt ihr ein Rezept, wie ihr eure Freundschaft am Laufen bringt? Ja, also es gibt tatsächlich einige, die wirklich also komischerweise ihre Freundschaft ganz platonische Ebene erhalten. Gibt es, aber wenn die damit zurechtkommen, ist auch so. Genau, richtig. Ja. Aber wie gesagt, ihr kommt ins Spiel, kommentiert, was ist ganz, ganz wichtig, Onur? Kommentieren, abonnieren und die verdammte Glocke anmachen, damit ihr keinen einzigen Podcast oder Interview oder Straßeninterview verpasst. Genau. Weil wir haben denn so viel noch in der Pipeline. Wollte ich gerade sagen, denn im Folgenden findet ihr Straßeninterview, findet ihr Interviews. Genau. Und auch Reaction, muss man dazu sagen. Wir reagieren auch. Genau, wir haben wirklich tatsächlich Anfragen bekommen. Genau. Zu Reaction und es sind Newcomer, es sind viele talentierte Musiker oder Comedian, die wirklich dann halt mit uns dann quasi entweder sprechen wollen oder halt eine Reaction sehen wollen und da sind wir echt gespannt. Ja, also generell nicht nur um das Thema Freundschaft, über alles, worüber ihr reden wollt, schreibt uns an, ruft sogar an. Ich habe tatsächlich noch einige Themen, die ich gerne besprechen würde. Die wären? Also ein Lieblingsthema von mir ist natürlich Erfolg, Angst, Depression. Das sind in der heutigen Zeit... Ja, das sind ja so einige Themen. Wir wollen ja nicht alle direkt auf einen. Es wäre so das Beispiel von mir, wenn ihr... sehr interessante Themen. Genau. Sehr. Diese Themen auch besprechen wollen würdet, beziehungsweise gerne hören würdet, wie wir darüber sprechen wollen. Wir haben tatsächlich einiges darüber zu reden, denn wir haben Menschen kennengelernt, die erfolgreich sind oder waren. Oder werden. Oder werden, ja, genau. Und es war mega interessant, das zu sehen. Ja. Wir haben, wie auch schon gesagt, Reactions und auch Straßeninterviews. Also ganz einfach. Ganz easy. Schreibt einfach in den Kommentaren, über was ihr reden wollt. Werden wir gerne tun. Folgt uns auf Social Media. Bitte. TikTok sind wir bald dabei, aber Instagram, Facebook sind wir auch bald da. Das heißt, wir wollen überall präsent sein. Und ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns und bleibt auf unserem Kanal. Macht es gut. Herzlich willkommen bei Lass Quatschen. Hier ist der Daniel. Und Onur. Heute haben wir das Thema Freundschaft. Wir sind heute in Köln und werden einige Passanten fragen, was wir unter Freundschaft verstehen. Also bleibt dran und seid gespannt. So, wir haben das Thema Freundschaft, wie eben schon erwähnt. Ich wollte einfach fragen, was ist für dich Freundschaft? Was für mich Freundschaft? Also die hier, meine Freundin. Mhm. Also was wichtig ist im Leben. Genau. Das muss man auch. Also muss man Freunde haben und muss man Kontakte haben, aber halt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie lange seid ihr schon befreundet? Schon, also 5 Jahre, 7 Jahre ja. Jetzt zusammen. Und sie war schon meine Freundin, seitdem dass wir in Marokko sind, also schon länger. Wow, also schon in Marokko bis hierhin? Ja. Also eure Wege haben sich nicht getrennt? Nein. Sehr, sehr schön. Ab und zu, ja. Wenn okay. Wir uns streiten. Also streitet ihr euch auch, das ist wichtig. Ja. Auch in der Freundschaft streitet man sich, ja, ne? Ja, ja. Aber die wichtig ist die Versöhnung, ja, oder? Genau. Super. Und jetzt eine Frage, wenn du hast das Thema Marokko jetzt eben angesprochen, ist ja eine hohe, sehr lange Distanz. Seid ihr zusammen hingekommen oder wart ihr getrennt und habt eine Zeit lang voneinander keinen Kontakt gehabt und habt dann trotzdem die Freundschaft behalten? Sie war eigentlich vor mir. Ich war vor ihr hier in Deutschland. Uh-huh. Also, und danach ist sie gekommen. Ist das Zufall, dass sie auch hier geheiratet ist? Wow. Deswegen, und auch ein sehr großer Zufall, dass sie auch in die gleiche Stadt, wo ich bin. Wow. Also hat quasi eure Freundschaft euch hier sogar noch zusammengeführt. Ja. Seid ihr dadurch. Gelten, aber
Seid ihr doch dicker geworden? Ja, ab und zu. Ja? Okay. Doch. Also wir sehen uns jetzt fünfmal in die Woche. Mhm. Wir unternehmen uns was. Also sie ist meistens bei mir oder so. Ja. Mhm. Okay. Und jetzt, wenn eine ernste, gemeinte Frage, die Freundschaft, die ist ja sehr, sehr wichtig für euch beide. Würdest du sagen, es gab schon Momente in eurer Freundschaft, wo du gesagt hast, wäre sie nicht da gewesen, würde es dir richtig schlecht gehen? Nein, also bis jetzt habe ich die Erfahrung noch nicht. Sehr schön. Ich habe viele Freunde eigentlich, aber halt zwei oder drei, die sind richtig Intimfreunde, okay. Freundinnen, aber halt diese Momente habe ich noch nicht erlebt. Okay, sehr schön. Soll auch nicht passieren. Um Gottes Willen. Hoffe ich auch nicht, wirklich nicht. Du sagst jetzt auch, du hast mehrere Freunde, Bekannte, sagst du jetzt, ne? Ja. Okay. Es gibt halt Freunde, Bekannte oder halt Arbeitskollegen, die man mit die was macht, ab und zu. Aber halt richtige Freundin ist jetzt weniger. Was ist der Unterschied bei dir? Wo machst du den Unterschied? Mit meiner Freundin halt, also die beste Freundin, würde ich ja alles erzählen, alles mitmachen. Also Arbeitskollegin ist es halt nur Arbeit oder ab und zu was trinken, also so dieses Überflächliche. Oberflächliche, ne? Genau. Okay. Ja. Super. Ja. Ich danke dir. Danke für die Antwort. Viel Erfolg. Vielen Dank. So, jetzt kurz zum Thema Freundschaft. Ja. Hier haben wir den, Patrice. Und du bist der? Fabio. Unser Thema heute ist Freundschaft. Okay. Wir haben uns jetzt bei dir getroffen. Was wollt ihr über Freundschaft sagen? Könnt ihr was über Freundschaft sagen? Oder einfache Frage, was bedeutet Freundschaft? Also Freundschaft ist ja erstmal ein großer Punkt so. Mhm. Ne? Und man sollte auf jeden Fall zusammenhalten, egal in welcher Zeit man sich befindet. Und ja, das verstehe ich unter Freundschaft. Pflegen. Ja. Und du? Loyalität, Vertrauen. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon 5 Jahre. Und ja. Ja. Also quasi geht man durch dick und dünn. Ne? Ja, genau. Ihr beide auf jeden Fall. Ja. Ihr beide auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und gab es irgendwann Situationen, wo du gesagt hast, ja, ey, schön, dass ich einen guten Freund oder besten Freund habe, beziehungsweise gab es Momente, wo du sagst, ey, wo ist jetzt der beste Freund? Gab es Momente? Ja, doch schon. Also ich habe durch den Fabio auf jeden Fall sehr viel gelernt. So. Ja. Der hat mir auf jeden Fall immer zu mir gestanden, egal in welcher Zeit. Auch jetzt Trennung mit Freundin so, war der immer da. Stichwort Trennung, ne? Deswegen. Ja. Aber ich dann genauso für ihn. So. Stark. Genau, ich hatte halt auch eine Trennung und da war der genauso für mich da, wie ich für ihn. Ne? Ja. Also, ne, Bros, ja. Alles klar. Ja. Freundschaft ist wirklich ein großes Thema. Meine heiße Frage ist, gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau? Boah, gute Frage. Ich würde sagen, schon, ja. Schon? Ja. Aber im Endeffekt später, man baut erst eine Freundschaft auf und eine Freundschaft muss man ja auch pflegen. Okay. Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo der andere mehr empfindet und dann geht die Freundschaft kaputt. Genau. Ah, stark. Der war gut. War dir auch so die Meinung? Das würde ich auch sagen, ja. Also quasi, wenn es intimer wird oder wenn es engere Freundschaft wird, dann sind da Gefühle im Spiel, ne? Ja. Stark. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, gerne, dass ihr die Zeit genommen habt. Alles gut. Ja, auf jeden Fall für euch alles Gute. Ja, danke. Bleibt auf jeden Fall noch Freunde. Ja. Sehr wichtig. Definitiv. Und außerdem, ja genau, wollt ihr jemanden grüßen? Also vielleicht habt ihr noch andere Freunde, wo ihr sagt, ja, ich grüße den und jeden. Ich grüße den Mike, ja. Den Mike, okay. Ich grüße den Ben. Den Ben. Mike und Ben, seid ihr grüßt. Und ja, vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Heute haben wir das Thema Freundschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet Freundschaft und was verbindet ihr mit Freundschaft? Boah, jetzt fragst du am Falschen. Lass erstmal ihn. Alles klar, so. Ja, mit Freundschaft, dass man halt füreinander da ist, dass man zusammen lachen kann. Und was mir bei Freundschaft immer wichtig ist, ist einfach, wenn man sich auch länger nicht gesehen hat und man trifft sich, dann soll es so sein, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen. Sehr stark. Auf jeden Fall kann ich mich da meinem Vorredner nur anschließen. Ja. Und Freundschaft bedeutet auch gleich Freibier. Freibier? Ja, genau. Das war das, was ich sagen wollte. Okay. Ich dachte nur, ich komme zu asozial rüber sonst. Nee, alles gut. Also auf jeden Fall muss man saufen können. Und man muss auch, wenn hart auf hart kommt, wenn die Jungs rufen, musst du da sein. Okay, Loyalität höre ich gerade raus. Ja, klar. Das heißt, Zuverlässigkeit etc. Ne? Jetzt kommt eine ganz, ganz schwierige Frage, Leute. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ja, es geht auch. Geht auch? Ich habe zum Beispiel, seine Verlobte, wir haben gerade für ihn einen Hochzeitsanzug gekauft. Ah, okay, gratuliere. Ja. Danke. Seine Verlobte ist die Cousine von meiner Verlobten. Und ich war halt quasi auch schon mit seiner Verlobten
befreundet, bevor er mit ihr verlobt war. So nach kurzer Einwand, das muss funktionieren, weil Verwandtschaft. Ja, okay, okay. Aber so, wenn man halt, ich finde, wenn man menschlich auf einer Ebene ist und auf einer Wellenlänge, dann hat das gar nichts damit zu tun, ob man Mann oder Frau ist, finde ich. Ja, also konkret gesprochen, wenn es Verwandtschaft ist, ist alles okay. Wenn es nicht Verwandtschaft ist, ich sage, man kann auch Freundschaft haben zwischen Mann und Frau, wenn man Arbeitskollegen sind. Ne? Ja, genau, das geht. Zum Beispiel. Oder halt, wenn man halt verwandt ist. Ne? Ja. Was ist aber, wenn jetzt deine Verlobte mit irgendeinem Typen abends noch schreibt und sie sagt, das ist ein guter Freund? Das wäre okay für mich tatsächlich, weil ich mir da relativ sicher bin, dass das kein Problem ist. Es kommt immer auf den Menschen dann drauf an, also in dem Fall meine Verlobte. Ja. Okay. Wenn ich dann, das weißt du ja vorher, sage ich jetzt mal, ob du die nur bumsen willst, oder? Alles klar. Also du hättest jetzt kein Problem damit, wenn halt... Oh. Okay, stark. Wer soll die Scheiße so toppen, ne? Ja, das ist das nächste Problem. Weil seine Freundin mag ja, oder seine Verlobte mag ja auch ihn. Das heißt, sie springt auch wie einen anderen an. Also das ist halt schwierig. Wie lange kennt ihr euch schon? Genau, ja. Da musst du, die zwei kennen sich seit der 5. Klasse. Wir 5. sind jetzt Klasse. 30. Also, ja, ein paar Jahre. Stark. Pipapo. Und wir seit zwei, drei Jahren oder sowas, ja. Halt auch seit 4. Ich kenne ihn ja seit ich... Seid ihr quasi mit seiner Verlobten zusammen. Also habt ihr ihn aufgenommen? Ja, genau. Ja. Er ist auch ein bisschen dran, der muss gleich Einstand geben, aber sonst... Muss noch ein bisschen ranarbeiten, aber wird langsam. Stark. Ja, das war's auch schon. Seit wann kennt ihr euch denn? Wir kennen uns seit 2006. Das schon so lang? Ja, schon so lang. Die Zeit rennt. Oh, ja. Schon 2, 3 Monde. Ja, genau, richtig, ja. Durch die Runde gegangen, kann man sagen. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, komm, starten wir mal durch. Jetzt cool. Kein Bock mehr auf Arbeiten. Nee, kein Bock mehr. Ja, genau, richtig, ja. Wir werden Influencer und dann geht's los. Ja, schauen wir mal. Okay. Gute Sache. Ja, vielen lieben Dank, Leute. Ja, kein Problem. Erfolg. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Nee, wir kommen aus dem Westerwald. Westerwald, stark. Also wir kommen aus HB City Town. Ficker geht raus und Frau Schmidt aus der 7. Frau Schmidt an der 7., du weißt Bescheid, ne? Genau. Ja, wollt ihr jemanden grüßen? Nee, ich kenne keine Leute. Ich kenne keine Leute. Ja. Alles lieber klar. Nett. Dann vielen lieben Dank. Die Liebeserklärung an der Frau. Das habe ich eben auf dem Konto gemerkt. Ja. Also, auf dem Konto hast du es gemerkt, alles klar. Ja, dann vielen lieben Dank. Dankeschön nochmal und alles Gute. Ne? Ja, danke. Und euch noch viel Spaß. Ja? Dankeschön. Dann bleibt gesund. Ja, ebenso. Genau, das ist auch unser Anliegen gewesen, zu sagen, wir müssen über das Thema Freundschaft sprechen. Denn jeder hat eine andere Ansicht darüber. Jeder hat auch andere Erfahrungen gemacht mit dem Thema Freundschaft. Oh ja. Und ich muss sagen, ich bin auch eigentlich dankbar, dass du seit so langer Zeit immer noch an meiner Seite bist und uns auch vieles verbindet. Wir haben natürlich vieles erlebt. Oh ja. Und so einiges haben wir erlebt. Sowohl gute als auch schlechte Zeiten. Und ich glaube, das baut sich und verbindet sich auch ein bisschen. Ja, genau deshalb ist unsere Freundschaft auch so groß. Weil du warst bei mir in meinen schlechten Zeiten da, so wie ich auch in deinen war. Genau. Ich war in deinen schönen Zeiten dabei und du warst an meiner Seite, bei meinen schönen Seiten. Ne? Genau. Zeiten. Genau. In der Zeit ändert sich natürlich vieles. Das heißt, man hat Höhen und Tiefen. Man streitet sich ab und zu auch mal. Und ich denke mal... Haben wir uns mal gestritten? Nein, ne? Eigentlich nicht so ganz. Ich bin eher der Hitzkopf. Ich bin eher der... Ja, du weißt, ich bin doch immer der Ruhige. Du bist der ruhige Smarte. Und ich bin einfach der Hitzkopf, der immer direkt impulsiv reagiert. Aber das ist auch ein bisschen der Mentalität verschuldet. Ja, wir ergänzen uns einfach, weißt Definitiv. Du? Definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit so, dass es halt auch wie in der Familie ist, dass der Bruder oder die Schwester ein bisschen Verständnis zeigt. Der eine ist ein bisschen emotionaler und impulsiver, der andere ist ein bisschen gelassener und denkt sich, komm, gleich ist es vorbei und er kommt wieder runter oder sie kommt wieder runter. Meinst du? Definitiv. Du bist immer der Pool gewesen, wo du gesagt hast, okay, cool. Und dann kam ich auch schon auf meinen Trip runter. Ja. Und dann okay, sorry. Und dann, so habe ich das Gefühl, so habe ich es entnommen. Aber ich glaube, das muss auch so sein. Weil bei einer Freundschaft gibt es, genau wie in einer Beziehung, gibt es den einen Part und den anderen Part. Genau. Das ist wie so ein Zahnrad. Man muss sich ja auch ergänzen, auch in seiner Freundschaft. Genau, richtig. Du hast deine eigene Mentalität und du hast dein eigenes Wesen, und genau wie ich. Und dass das harmoniert, weil im Endeffekt sind wir ja,
wir waren mal zwei Fremde, wir kannten uns ja gar nicht. Genau, tatsächlich. Also wir waren da in meine Klasse kamst und dich neu vorgestellt hast und ich gedacht habe, okay. Aber dann seit Tag 1, wir sind zusammen. Ja. Stark. Also ich habe vorhin angesprochen, Höhen und Tiefen und Phasen im Leben, die man halt natürlich erlebt. Das erlebt natürlich jeder anders. Also es gibt natürlich Phasen, wo Freunde sich irgendwie zerstreiten oder sich dann halt aus dem Weg gehen oder halt irgend so ein Missverständnis oder eine blöde Aktion dazwischen kommt oder wie ich vielleicht auch durch Lügen hervorgerufen wird, dass es halt einen Streit gibt. Das haben wir Gott sei Dank nicht so gehabt. Denn über die Jahre nicht, nein. Über Jahre nicht, weil wir ganz genau wussten, wie der ein oder andere tickt und wir wussten auch ganz genau, dass die Sachen, die ich jetzt gehört habe, nicht der Wahrheit entsprechen kann. Ja, oder bei mir auch. Genau. Wenn ich was gehört habe, ich wusste, das stimmt also nicht. Und nee. Ich glaube auch, was sehr wichtig ist bei unserer Freundschaft, ist der Respekt. Oder? Respekt ist einer der Säulen der Beziehung in der Freundschaft. Ja. Oh, das hast du sehr schön gesagt. Auf jeden Fall. Einer der wichtigen Säulen. Das war sehr, sehr schön gesagt. Also oder? Neben Loyalität, schön, neben Respekt, neben... Also ich sag mal auch Liebe. Liebe ist auch eine Definition. Also das heißt nicht auf diese eine Homobasis-Dings-Liebe, sondern diese also doch eine Homobasis-Liebe, aber diese wie soll ich sagen, also familiäre, das wollte ich sagen. Ja, also ja. Respekt, Loyalität, familiär und das sind so die Säulen, die man in einer Beziehung und einer Freundschaft, weil Beziehung eine Freundschaft ist eine Beziehung, ne? Die man halt pflegen muss. Und wir kennen sehr, sehr viele, die diese Definition Freundschaft sehr, sehr falsch ausgelegt haben. Diese Säulen einer Beziehung, sei es jetzt in der Freundschaft oder in der Partnerschaft oder in der Ehe. Die hat man einfach umgeschmissen, ne? Genau. Also ich kann aus Erfahrung sprechen oder aus Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dass viele Freundschaften, die sag mal, sehr, sehr eng waren, aus Gründen, was auch immer, von jetzt auf gleich, die war weg. Freundschaften war weg. Man muss dazu sagen, es gehören immer zwei dazu. Ne? Wie in jeder Beziehung gehören immer zwei dazu. Genau. Auch in einer Freundschaft ist man ja nicht alleine, man führt die Freundschaft nicht alleine. Mhm. Aber viele Freundschaften, die über Jahre gehen, die wegen Kleinigkeiten, wegen Streitigkeiten oder was auch immer, die gehen einfach kaputt. Und das finde ich so traurig. Ich meine, ihr werdet auch im späteren Zeitraum dieses, auf unserem Format besser gesagt, auch Interviews sehen, wo Leute über Freundschaften sprechen und auch über Freundschaften sprechen, die zu Bruch gegangen sind. Genau. So, was für Gründe es da waren. Und dann musste ich manchmal sagen, okay. Also, wie du schon gerade erwähnt hast, auch ein wichtiger Punkt. In der Zeit merkt man erst dann die wirklichen wahren Freunde kennen. Das heißt, wenn es eine gewisse Zeit vorbeigeht, ich sag mal 5, 10 Jahre, dann wirst du genau erst dann merken, wer deine wahren Freunde sind. Da in der Zwischenzeit hast du schwere Zeiten gehabt. Das geht auch kürzer, auch in der kürzeren Zeit. Ja, kann auch gut sein. Es geht auch in der kürzeren Zeit. Doch, mit Pooh Comedy haben wir gesprochen und der hat genau das gesagt. Er hat in der Jugendzeit so viele Freunde gehabt und jetzt mit 30 hat er angefangen zu selektieren, zu sagen, wer sind die wahren Freunde? Ja. Oder auch im Straßeninterview haben die auch gesagt, wahre Freunde sind wirklich die, die loyal sind, die neben uns sind, die stramm stehen, die bei, wenn man sie ruft, auch da sind, quasi die Loyalität, die Bereitschaft, der Hingabe, also wirklich dann halt immer... Einfach am Punkt, man ist einfach da, wenn man jemanden braucht. Genau, richtig. Das ist der Punkt. Genau. Also, und das ist ja das, was ich sage. Du hast jetzt von Jahren gesprochen. Ne? Es gibt ja Menschen, die verstehen sich super und nach wenigen Monaten ist das sogar schon. Genau. Wenn ein Problem aufkommt oder was auch immer und dann auf einmal sagt man, okay, man distanziert sich. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? In der heutigen Zeit gehen die Freundschaften zu schnell in Brüche. Warum? Es gibt immer den sozialen Druck, den sozialen Mediendruck. Es gibt diesen gesellschaftlichen Druck. Ja. Ganz Entfernung, ehrlich, ne? Ja, auch Entfernung. Guck mal hier.
Warum gucken wir so weit? Genau. Ist jetzt, ist also jetzt wir haben auch eine gewisse Distanz. Du wohnst ja nicht bei mir um die Ecke, ja, du wohnst auch 2 Stunden weiter weg von mir. Ja, ja, ja. Aber trotzdem haben wir unsere Freundschaft. Wir telefonieren. Ja. Wir machen das jetzt gerade hier trotzdem zusammen. Hey, wir stellen einen Podcast, wir stellen einen YouTube-Kanal auf. Ja, ja. Ja, und ja, das kommt nicht von seit 20 Jahren, das kommt wirklich jetzt vor kurzem. Ja, ja. Und das ist nur dadurch, dass wir wirklich sagen, wir sind Freunde. Und nur mit einem guten oder einem besten Freund kannst du diese Sache hier durchziehen. Richtig. Es gibt so einen schönen Spruch, keine Entfernung sollte ein Bruch, also eine Entfernung sollte nicht ein Bruch einer Freundschaft sein. Mhm. Ja. Ne? Weil viele, wie gesagt, ich will jetzt auch hier nichts Falsches sagen oder so, aber ich bin aus Köln weggezogen. Ja, okay. Um auf den Punkt zu bringen. Ja. Ne? Ich kann es ja einfach sagen. Ich bin aus Köln weggezogen. Ja? Die Gründe weiß jeder, ist ja jetzt auch dahingestellt. Mhm. Aber es haben sich einfach, ich sag jetzt mal, Freundschaften oder wie mein Bruder es nennen würde, Bekanntschaften, einfach auseinandergelebt. Ist auch nicht böse. Ja. Weil, wie gesagt, es gehören immer 2 dazu. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Ja? Oder gewisse Personen haben sich nicht mehr gemeldet. Aber in dieser Zeit merkt man erst, wer Freund ist und wer nicht. Und ich sag ja nicht Freunde, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Nee. Ich sag ja nicht Freunde. Bei mir zählt Familie. Das ist genau meine Familie. Richtig. So. Und ich kann die mit den Fingern abzählen, wer zu meiner Familie gehört und wer nicht. Du hast vorhin gesagt, dass du weggezogen bist. Und das ist einer der vielen Beispiele, die wirklich sehr viele Menschen uns sagen können. Das habe ich auch erlebt, das stimmt. Sobald man wegzieht, dann hat man eine gewisse Zeitspanne, wo man halt sagt, meldet er sich oder melde ich mich? Manchmal, also es gibt auch bestimmt Freundschaften, die sind zu Bruch gegangen, so nach dem Motto, ja, der meldet sich nicht, ich melde mich jetzt auch nicht. Der ist weggezogen, der hat jetzt eine Familie. Ja, natürlich, natürlich gibt es das, 100%. Ich sage auch, man muss ein gewisser Maß, ein gewissen Maß an Respekt zollen, zu sagen, wenn mein Freund oder mein bester Freund oder meine beste Freundin weggezogen ist aus beruflichen, familiären Gründen, dann muss man den Respekt zeigen und sagen, ich gebe dir Zeit, rauf dich erstmal zusammen, trommel dich erstmal in deine neue Wohnung, Umgebung zusammen und dann, wenn du Zeit hast, lass uns ab und zu mal quatschen, auch nur 5 Minuten kurz was schreiben, ist egal. Das ist genauso, das sehe ich genauso, ja. Dass man immer am Ball bleibt, dass man immer nachfragt, wie geht es dir heute? Nicht eine Woche, einen Monat warten, sondern wie geht es dir heute? Kann ich was für dich tun? Es muss ja kein Zeitraum sein. Weißt du, was ich meine? Es muss ja kein Zeit. Guck mal, um ehrlich, bei uns beiden, ich bin jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre bin ich als Kollege. Genau. So, wir haben auch nicht jeden zweiten Tag geschrieben. Nee, muss oder man jeden auch nicht. Zweiten Tag gehört. Ich meine, wir haben unsere FIFA-Jungs, ne? Viele Grüße. Ja. Ja. Wir sind online mehr oder weniger zusammen immer wieder mal und zocken FIFA, das ist klar. Aber das Sehen, das Greet and Meet, was ich immer so schön sage, das war bei uns aber auch nicht so. Nein. Also ich bin weggezogen und es gab auch mal Monate, wo wir voneinander nichts gehört haben. Aber ich wusste, und das ist einfach Fakt, ich wusste einfach, wenn ich dann einfach mal aus dem Nichts schreibe, Brudi, wie geht's dir? Dann kommt kein, boah, jetzt meldest du dich erst? Bruder, boah, was ist los? Was ist da los? Jetzt so? Ich habe dir vor Monaten oder vor Wochen geschrieben, kam keine Reaktion. Und jetzt kommst du mir einfach so, nein, ich wusste, das passiert nicht. Jeder hat seinen Grund, jeder wird auch diesen Grund nennen können. Ja. Also wenn man wirklich den Respekt hat, und da sind wir wieder in der Säule des Respekts. Es ist ein Kreis, der sich immer wieder schießt, haben wir jetzt wieder bemerkt. Ne? Und den Respekt, die Person Zeit zu geben, zu sagen, hey, nimm die Zeit, ich wiederhole mich jetzt wieder. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Punkt, wo viele Leute jetzt ihren besten Freund vielleicht angucken oder beziehungsweise eine Nachricht schreiben und sagen, hey, hör mal zu, was die Jungs da reden. Ist genau wirklich der Punkt. Gibt den Menschen Zeit. Gibt den Menschen auch die Ruhe, dass sie ankommen. Mhm. Das werden sie umso mehr wertschätzen, zu sagen, cool, dass du dich wieder gemeldet hast. Ich schätze es sehr, dass du es respektiert hast, dass du mir die Zeit gegeben hast. Ja. Und ich danke dafür. Genau. Und wenn du dann sagst, hör mal zu, ich wollte auch dir die Zeit lassen, damit du es auch genießt. Man muss auch die Wortwahl aufpassen. Hey, du hast dich nicht gemeldet, ja, finde ich voll uncool. Oder finde ich voll blöd, dass du dich gar nicht gemeldet hast. Ich wollte mich auch nicht bei dir melden. Nein. Ja.
die Wortwahl ändern. Einfach zu sagen. Ego auf Seite. Ja, Ego, wirklich den Ego auf Seite. Weil, wenn Dali sich jetzt nicht meldet, dann weiß ich ganz genau, er ist beschäftigt, er hat was ganz anderes zu tun. Ja. Und wenn er einen ruhigen Moment findet, wo er sagt, ey, mein Bruder, ich muss ihn schreiben, hey, wie geht's dir? Ja. So. Ja. Ich hätte so viele Momente gehabt, wo ich gesagt habe, hey Brudi, warum meldest du dich nicht? Lass uns doch mal quatschen, lass uns mal reden. Aber ich muss mir auch die Retour zu sehen, dass ich auch sage, ich habe auch nicht immer Zeit. Ich habe auch nicht immer den Kopf dafür zu sagen, jetzt mal so 5 Minuten für den Brudi Zeit nehmen. Weil was, was auch menschlich ist. Total. Und das ist der Respekt. Das ist das. Also, das ist das. Guck mal, der Spruch, ein Hund ist loyal, egal. Also ein Hund ist als Beispiel. Ein Hund wird dir auch alles verzeihen, wenn du nur mit ihm Zeit verbringst. Auch, du kommst von der Arbeit und er ist glücklich, dass du da bist. Verstehst du, meine? Also, ich habe einen Hund. Ja. Wenn ich jetzt nach Hause kommen würde, ja. Der ich mache die Tür auf, sofort. Der will spielen, der will... Ne? So, sofort. Und wenn du auch länger weg bist, und der wird dich nicht angreifen, beißen, der wird wo sagen... Wo warst du so lange, warum hast du dich nicht gemeldet? Du hättest mal eine WhatsApp schreiben können oder... Niemals. Der wird zu dir hinkommen. Ich will das nicht als Hund vergleichen, aber... Nein, aber... Diese Loyalität, weiß, diese meinst, Liebe, ja. Diese Zuneigung und auch wie er damit umgeht, da können wir von den Tieren viel lernen. Also ja. Können viele... Ja. Menschen von den Tieren lernen. Das ist ja, wirklich das so. Das ist vollkommen richtig. Also vollkommen richtig. Da sind auch einige Pappenheimer, die sagen, wie kommst du jetzt darauf? Aber wenn man sich so das überlegt, dann sind einige Tiere besser als einige Menschen. Genau, genau. Ja. Und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel. Genau. Freundschaft. Was ist für euch Freundschaft? Genau. Was bedeutet für euch Freundschaft? Schreibt mal in den Kommentaren, was ist für euch Freundschaft? Oder noch besser. Guck mal jetzt. Jetzt kommt's. Ihr schreibt eurem besten Freund jetzt einfach mal oder eurem Kollegen, Freundin oder was auch immer. Ja. Schreibt ihn doch jetzt einfach mal. Wie geht es dir? Oder wenn ihr euren besten Freund oder beste Freundin lange Zeit nicht gesehen habt, schreibt jetzt einfach mal.